Herzlich willkommen zum zweiten Teil in der fünften Vorlesung zu unserer Veranstaltung Mensch-Maschine-Kommunikation. Und in diesem zweiten Teil möchte ich Ihnen jetzt unser Beispielvorgehen vorstellen, wie wir in 5 Tagen Usability Engineering hin zu einem funktionierenden elektronischen Prototypen durchführen. Wenn Sie auf das Beispielvorgehen zum User Experience Design schauen, das ich Ihnen in der vorigen Veranstaltung schon gezeigt hatte, dann sehen Sie diese 3 Blöcke beobachten, reflektieren und machen. Und unser Vorgehen wird hier sich an diesen Blöcken auch orientieren. Wir beginnen mit dem hier erstens beschrifteten Bereich, dass wir Nutzer befragen, sprich wir führen Interviews durch oder vielmehr Sie führen dann Interviews durch. Und als Basis für die Dokumentenanalyse habe ich bereits einen funktionalen Überblick als Grobspezifikation sozusagen zur Verfügung gestellt, was ein zukünftiges System leisten soll. Im Wesentlichen werden Sie für die Verfeinerung, für die Präzisierung und für Rückfragen dann eben auf die Äußerungen der verschiedenen Interviewpartner sich abstützen. Das wird der erste Schritt sein. Der zweite Schritt ist dann eine Contextual Inquiry, die ich Ihnen gleich als Methode näher vorstelle. Und die ist letztlich eine Inkarnation dieses, was Sie hier sehen, Beobachtungen verdichten und Ableitungen treffen und daraus eben Ist-Prozesse und vor allem den Kontext beschreiben. Danach können wir einsteigen in die in den Bereich Machen dieses Zyklus und werden eben Personas und Szenarios erstellen. Das wird noch am ersten Tag passieren. Und diese Personas und Szenarios, die finden sich hier in dem Zyklus eben wieder in diesem Bereich Szenarien und Storyboards erstellen. Ein Storyboard werden Sie hier nicht erstellen im Rahmen dieser Übung, weil das dann doch zu aufwendig ausfällt und vor allem zu viel Zeichenkenntnisse erfordert. Wir werden uns dann am zweiten Tag dem eigentlichen UI-Prototyping zuwenden, wo Sie einen Lo-Fi, also einen Papier, einen niedrig aufgelösten Prototypen erstellen, um erstmal überhaupt zu klären, was Sie hier bauen sollen an User Interface. Das entspricht im Grunde diesem Bereich Skribbeln und Visualisieren. Sie visualisieren erstmal auf Papier, wie dieser Prototyp aussehen kann. Am Tag 3 und 4 werden Sie dann einen elektronischen Prototypen erstellen, also elektronisches UI-Prototyping durchführen, und zwar auf der Basis eines geeigneten Rapid Prototyping-Werkzeugs und natürlich auf der Basis dessen, was Sie über diesen Lo-Fi-Prototypen an Tag 2 herausgefunden haben. Dieser wiederum basiert natürlich auf Ihren Erkenntnissen aus Schritt 1 bzw. auch auf Musterangaben, die ich Ihnen herausgebe. Am 5. und letzten Tag, da werden wir einen Usability-Test durchführen. Der entspricht nicht ganz der Methode formaler Usability-Test, weil wir für unsere Situation, Studienveranstaltungen, ein paar Dinge etwas anders lösen müssen, aus Zeitgründen, aber auch aus Materialgründen. Aber das werde ich Ihnen bei der konkreten Beschreibung der Tage und Schritte dann näher bringen.